Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Danke. Heute gilt mein Dank dem lieben Alex und ja, was der mir hat zukommen lassen, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu diesem kleinen, aber feinen Video. Es wird nicht allzu lange dauern. Es ist ein Video für zwischendurch, so ein kleiner Snack für unterwegs, wenn man möchte. Und ja, ich möchte mich an der Stelle mal beim lieben Alex bedanken, denn der supportet mich jetzt auch schon seit einer ganzen Weile immer mal wieder. Ich glaube insgesamt 2 oder 3 Mal. Ich weiß nicht, ob er das zusammen oder getrennt geschickt hat. Er hat mir auf jeden Fall einmal wirklich alles, was er aus Fists of the Gadget übrig hatte, nee, nicht Fists of the Gadget, ich glaube Mystic Fighters war es, alles, was er aus Mystic Fighters über hatte, hat er mir zukommen lassen. Waren nicht gerade wenig schöne Secret Rares, diese Drachenvarianten der Drachenmädchen und die Generators und wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Darüber hinaus hat er mir eine Duelist Devastator Box geschenkt und, damit meine ich nicht die, sondern nochmal eine. Das hier ist jetzt die zweite Box, sozusagen. Er hat mir also eine zweite Duelist Devastator Box geschickt, von der wusste ich dachte ursprünglich, ich muss sie bezahlen, aber wie sich bei der Premiere meiner 25.000 Euro Sammlung herausgestellt hat, ist auch die geschenkt. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, das ist mega, mega nice, meine zweite Duelist Devastator Box, die wir jetzt erstmal zulassen werden. Ich habe mir gedacht, wir machen wirklich in ferner Zukunft mal ein Video dazu. Indem wir das Ganze besprechen, also nicht als normales Opening, sondern in ferner Zukunft will ich einfach mal gucken, wie waren die Werte zur heutigen Zeit, also wo das Set so rauskam, wie sind die Werte dann aktuell, also in der Zukunft, und wie werden sich die ganzen Dinger denn entwickeln. Und ich denke mal, das wird relativ cool werden und die Dinger eignen sich natürlich auch hervorragend zum Verstauen von Karten. Das ist absolut großartig, aber eine Sache, von der ich nicht wusste und die ich erst gesehen habe, nachdem ich das Paket aufgemacht habe, ist diese kleine selbstgebastelte Box, bestehend aus zwei dieser Kartonagen, wo die Toploader drin stehen. Und da hat er mir eine Shake-Rat-Box zusammengestellt und ich bin ahnungslos und wir werden jetzt gucken, was sich darin befindet. Söderle, also ich habe hier schon mal ein bisschen durch den Rand gespitzelt. Das ist ein bisschen was ohne Hüllen, ein bisschen was in Hüllen. Wir werden hier mal pullen. Ja, hier steht nämlich Pull. Boah. Oh. So. Und dann schauen wir doch glatt mal nach, was sich darin bewegt. Oh, es ist tatsächlich alles in Hüllen, okay. Und Haare, 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 ganz viele Haare. So, zunächst einmal haben wir hier ein Päckchen mit offensichtlichen Funkarten. Die sind leider Englisch, dementsprechend kann ich sie schlecht vorlesen. Aber ja, das sind diese typischen alten Fälschungen, wie sie damals auf Schulhöfen auch zu bekommen waren. Richtig, richtig schlecht gemacht. Ich meine, schaut euch mal diese Druckqualität an. Ich glaube, auf der Kamera ist das tatsächlich noch etwas kaschiert. Also es ist halt wirklich furchtbar von der Printqualität. Alter Schwede. Der Schutzengel Zende. Der Engelstammwirkung. Nachdem die Monstren, die von dieser Karte im Krieg zerstört ist, in die Grabstätte gebracht wurden, werden die Lebenswert der Angriffskraft von Monstren dir gehören. Alles klar, super. Dann haben wir den Blue Eyes White Dragon Tree Connectron. Das ist diese spezielle Variante. Ich glaube, dieses Artwork, das gab es tatsächlich in die Zobandai-Zeit. Finde ich übrigens mega cool, aber ja, naja, ist halt eine Fälschung, ne? Okay, dann haben wir hier Seelenerlöser. Da ist der Text tatsächlich richtig. Dann haben wir nochmal Devil Girl, Schwerer Sturm, passt auch. Und Card of Safe Return, immer mit dieser komischen Sternchenfolie drüber. Ja, das war, oh, hier geht sie schon ab, seht ihr das? Alter, das erinnert so ein bisschen an diese alten Abo-Post-Openings von René Brain, wenn er da wieder so seine Päckchen bekommen hat. Okay, mega cool. ja, ich frage mich, wer damals darauf reingefallen ist. Okay, dann haben wir hier ein paar Kärtchen. Ich habe es jetzt bewusst einfach mal auf den Kopf gedreht, damit wir uns nicht zu sehr spoilern. Dann schauen wir mal, was haben wir hier aus dem OP11. Die Schicksalsdame zweimal. Ah, das sind alles so OP11-Commons. Okay, mega cool.
OP11, das ist jetzt das vorletzte Set gewesen, ne? Oder beziehungsweise das letzte Set vor dem aktuellen Schicksalsdame Feuer. Wiederholt sich alles ein bisschen, okay. Schauen wir mal, was haben wir noch? OP10, Angriffsungeheuer. Die Karte ist aber auch schon ein bisschen älter, ne? Super Quantum Rote Schicht, kam glaube ich in High Speed Riders raus. War auch eine coole Karte, die könnte tatsächlich mal ein paar Cent mehr gehen, weil die ist ja von der Master Rule betroffen und dementsprechend ein bisschen spielbarer. Die lege ich mal raus, weil ich mal gucken will, was die in etwa geht. Also es würde jetzt nicht die Welt gehen, aber vielleicht ein bisschen mehr als 2 Cent. Bestimmt mein Körper als Schutzschild war auch mal eine sehr gute Kammen. Mystisches Bestiarium, auch eine recht moderne Karte. Oh, nice! Leute, schaut euch das mal an, eine Super Rare. Alter Schwede. Geil. Unnahbarer Wolf. Wo kam denn die nochmal raus? Das war eines der moderneren Hauptsets und das war eine Shortprint, ne? War das Savage Strike? Bin mir gerade nicht sicher. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Mega, mega cool. Legen wir die mal zur Seite. Alter. Das ist geil. Das ist richtig geil. So, hier haben wir wieder Cummins. Cummins. Orcus Hafenhorror. Aus dem OP11. Auch mega nice. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblings-Orkust-Karten, ja, weil das so eine Art Drache aus Instrumenten ist. Mega schön gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und natürlich auch spielbar. In Orkust wird der meines Wissens nach häufig mal eingesetzt. Sehr, sehr cool. Alter, das sind tatsächlich meine ersten Exemplare. Ich habe davon nämlich noch gar keine. Ja. Diese OP-Sachen, die sind bei mir sowieso immer recht rar gesät. Dann schauen wir mal, ob es mit den Holos hier noch weitergeht oder ob wir hier schon am Ende sind. Nein, es geht noch weiter. Wir haben eine Zukunft des Schicksals aus OP11. Ja, Schicksals-Damen-Support. Ist tatsächlich mal eine Zauberkarte, die auch sehr, sehr schön aussieht, muss ich sagen. Wie so ziemlich alles, was so an alte Themen angelehnt ist. Dann haben wir, oh, aus Circuit Break war die, glaube ich, Altergeist Contige. Schön, dass das mal ein Holoprint bekommen hat, das Ding. Das war einer der ersten Altergeister. Und die hat mir sehr gut gefallen. Also das ist wirklich ein schönes Artwork, Leute. Mega. Alter Vater. Wie geil ist das denn? Okay, dann haben wir hier nochmal eine Zukunft des Schicksals. Also das ist halt mal wirklich wieder was wirklich Überraschendes, damit habe ich nicht gerechnet. Also das wurde mir auch nicht angekündigt, soweit ich weiß. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die hier wurden mir irgendwie angekündigt. Ich weiß nicht, ob von ihm oder von irgendjemand anderem, aber irgendjemand hat gesagt, er will mir da was schicken und da sind auf jeden Fall gefälschte Karten dabei. Kann sein, dass es der Alex war. Es liegt natürlich nahe, da jetzt da welche dabei sind, aber es könnte auch sein, dass es irgendjemand anders war. Aber schaut euch das mal an, auch mega cool. Großsalamander Violette Chimäre, ne? Das war ja ursprünglich eine Rare aus, oh Gott, lass mich nicht lügen, Savage Strike. Ah, bin mir nicht sicher. Aber auch eine mega coole Karte tatsächlich. Eine sehr schöne Großsalamander-Karte. Die Großsalamander sehen sowieso relativ cool aus. Es gab bei den Großsalamandern tatsächlich so ein paar, wo ich sagen muss, okay, von den ursprünglichen haben jetzt nicht unbedingt gefallen. Aber ich fand sie nie potten hässlich, aber es gab halt ein paar, die fand ich jetzt auch nicht so knülle. Aber das ist wirklich cool. Aus OP11, die Violette Chimäre. Sehr, sehr cool. Also wirklich, das, ich habe davon noch keine. Ne? Das sind alles Erstexemplare jetzt. Oh, Schicksalsdame Licht. Auch nice, auch nice. Mega cool. Diese Schicksalsdamen sind auch mega nice. Die habe ich damals nicht so gemocht. So wie alles, was man nicht mag, wenn es neu ist. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich liebe die Schicksalsdamen. Ohne Witz. Auch diese Schicksalsdame immer, die jetzt da rausgekommen ist. Sau cool. Wirklich sau cool. Dann haben wir, oh ja, die wird auch gut gern gespielt. Ist auch eine sehr beliebte Super Rare aus dem OP11, nämlich Orcus Albtraumritter. Das ist so quasi diese Kombination aus den Nightmares und Orcus. Auch cool. Ah, sehr schönes Monster. Auch ein sehr, sehr schönes Monster. Also ist bei weitem nicht mein Lieblingsmonster von denen, aber ist auch wirklich nett zum Angucken. Sehr schön. Oh, schaut euch das mal an. Das ist doch ein Fest, oder? Mega nice. Dann, au. Oh. Aus Invasion Vengeance kam die. Unter Terror Erzfeind Bogenschützin. Wusste gar nicht, dass ich hier einen Reprint hatte. Das war damals eine Secret Rare. Ich glaube, die Secret ging auch so irgendwo zwischen 8 und 11 Euro. Ist eine sehr, sehr schöne Unter Terror Karte. Ich mag die Unter Terror sowieso ganz gerne. Ist ja mal mega cool. So, was haben wir noch? Dann haben wir nochmal einen Altergeist Contige. Passt, dass wir ihn gleich hier hinlegen können. Da liegt nämlich auch die andere. Oh, dann haben wir hier noch 2 Karten in Toploadern. Die kommen natürlich am Ende. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Hier haben wir Drehscheibenbahnhof. Oh Gott, das war auch so eine Zug-Support-Karte, ne? Ich bin jetzt aber gerade... Ah, doch. Kam die nicht schon mal irgendwo raus? In irgendeinem Duelist-Pack? Ich glaube schon, ne? So, weiter geht's mit...
Mit. Oh, aus dem OP10 diesmal tatsächlich, nicht OP11. Hita, die Feuerverzauberin in Flammen. Das war, glaube ich, auch eine Rare oder eine Common in einem Hauptset. Also das ist halt cool, dass hier viele, viele Karten immer so als Super Rare rauskommen, die tatsächlich in ihren Hauptsets eigentlich nur Commons oder Rares waren. Ne? So kriegen die halt auch mal die Chance, ein Holoprint zu werden. Und gemäß dem Fall, dass die dann nicht gereprintet werden, könnten das auch Karten sein, die in ein paar Jahren vielleicht den ein oder anderen Euro gehen. So, die legen wir jetzt noch da oben hin. Dann geht's weiter. Oh, Spielmarke, mega nice. Das finde ich auch cool, dass da so viele Spielmarken in letzter Zeit in diesen ganzen OPs mit drin sind. Sehr, sehr cool. Vor allen Dingen die Trickster-Spielmarke ist halt wirklich schön, ja. Mit diesem Totenkopf-Herz-mäßigen. Das ist echt cool. Das ist echt nice. Und jede dieser Karten, die hier liegt, habe ich noch nicht. Das ist wirklich ein geiler Grundstock, ohne Witz. Jetzt habe ich zumindest ein Exemplar, mit dem ich arbeiten kann jeweils. Oh, die ist auch alt. Das ist eine relativ alte Karte, war glaube ich auch eine Rare-Brecher, dunkler magischer Krieger. Ich weiß, also ehrlich gesagt nicht mehr, aus welchem Set die kommt, aber ich glaube, das war irgendwie noch Sechsel- oder Arc-5-Zeit auf jeden Fall, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist auf jeden Fall uralt, das Ding. Das ist wirklich uralt. Schön, dass das hier im OP10 auch einen Holoprint bekommen hat. Ich glaube, das war aber eine Rare damals gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann schauen wir mal, was haben wir noch? Aus OP10... Eine Batteriemann Solar. Ja, da kenne ich den einen oder anderen, der sich daraus so Tokens gemacht hat. Das ist auch eine coole Karte. Ist jetzt natürlich artwork-technisch nichts, was mich vom Hocker haut. Aber von den Batteriemännern tatsächlich einer der schönsten, muss ich sagen. Legen wir mal hier hin. Die anderen legen wir mal nicht raus, damit wir hier das Gesamtbild mal nicht stören. Dann gucken wir mal, was haben wir noch? Oh, nice. Großsalamander Maulwurf aus dem OP10. Auch mega cool. Ja, war das einer der ursprünglichen Großsalamander? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber der ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Sieht aber ganz cool aus. So wie so eine Art Vulkanisch 2.0 immer so ein bisschen, ne? Ey, mega cool. Die lege ich jetzt halt mal zur Seite, aber echt schön. Echt nice. Was haben wir hier? Ah, Shiranui Sonnensage. Das ist, glaube ich, sogar eine der gewesen, die man nicht ziehen wollte. Die war, glaube ich, gar nicht so beliebt, aber ich finde, sie sieht halt echt schön aus. Auch wenn ich mir vielleicht vom Design her ein bisschen gewünscht hätte, dass sie das Pferd massiver von der Farbe her gemacht hätten. Ja, also ich weiß schon, das ist so ein bisschen wie die Sonne des Pferds, so wie diese Flammen von der Sonne. Aber wenn ihr das nicht so durchsichtig, nicht so transparent gestaltet hätten, hätte es vielleicht besser ausgesehen. Das Problem bei Karten, die so transparent gestaltet sind, wie zum Beispiel die Karte oder auch diese ganzen nicht metaphysischen, sondern diese oh Gott, wie hießen sie denn nochmal? Metaphysischen, hyperphysischen, irgendwie so. Das war mal so eine kleine Kartengruppe in einem der moderneren Sets. Da ist halt immer das Problem, dass diese Artworks dann durch diese schwache Farbgebung immer so ein bisschen verwischt und verwaschen wirken. Auch Amaterasu aus The Dark Illusion war es, glaube ich, oder so, war so eine Karte, die vom Designer eigentlich wirklich gut war, aber einfach von der Farbe her nicht wirklich schön war, weil die halt einfach zu lasch war. Und so ähnlich ist das halt mit dem Pferd auch. Wobei ich halt sagen muss, Gott sei Dank ist es halt nur das Pferd und nicht auch noch der Ritter. Sonst wäre es halt wirklich in die Hose gegangen. Es sieht also noch gut aus, aber wäre halt schöner gewesen, wenn sie das Pferd auch ein bisschen kräftiger designt hätten. So, was haben wir noch? Ah, jetzt haben wir, glaube ich, noch Commons. Oh, nicht ganz. Sternstaub-Angriffsmodus, okay, aus dem OP10. Den gab es vorher, glaube ich, aus DPCT, wenn mich das nicht täuscht. Okay. Dann nochmal mein Körper als Schutzschild. Nochmal mein Körper als Schutzschild. Nochmal den TG Hyperbibliothekar. Dann haben wir nochmal den Superquantal-Ungeheuer Magnaliga. Okay, und zu guter Letzt haben wir hier nochmal eine Super Rare. Und ich glaube, die ist, ich weiß nicht, ob die noch spielbar ist, aber wenn sie das ist, ist die schweineteuer. Die ging ja schon als Rare fast 5 Euro. Großsalamander Sonnenlichtwolf. Da werde ich auch mal nachgucken müssen. Und dann kam ja der Print in der OP10 und die war, glaube ich, auch einiges wert. Da will ich doch glatt dann später nochmal nachgucken. Die lege ich mir hier nochmal gesondert an die Seite. Und jetzt kommen wir zu den Karten in den Top-Loadern. Mit was fangen wir an? Machen wir es wie beim Schach mit Weiß. Ja, ich weiß, wie es funktioniert bei Schach. So, und wir haben mega nice Firewall, Drache, dunkle Flüssigkeit. Dark Fluid, ja, mega cool. First Edition. Das ist jetzt eine der Secrets. Es ist erstmal das Covermonster von Chaos Impact. Tatsächlich eine der Karten, die man etwas weniger gerne ziehen möchte.
Einfach weil sie halt gerade nicht spielbar ist. Aber es gibt halt, wie ich ja bei der Folge Neuzugänge schon gesagt habe, wo ich die vorgestellt habe, es gibt wirklich einige, die sammeln diese ganzen Firewall-Karten. Und da ist das natürlich ein absolutes Muss. Und wie ich ebenfalls dort schon gesagt habe, hätte ich es halt noch ein bisschen cooler gefunden, wenn die Karte vielleicht ein bisschen größer gewesen wäre, wenn man mehr von diesem Korpus hier gesehen hätte, das ein bisschen näher dran gehabt hätte. Ich meine, die Flügel hinten sind zwar schon cool, aber die hätte es jetzt nicht unbedingt auf dem Artwork gebraucht. Trotzdem mega, mega cooles Design, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Alex. Ist ja mal mega geil. Alter, das ist mega geil, ohne Witz. So, jetzt wollen wir das Ganze aber nicht in die Länge ziehen. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch bekommen haben. Oh, geil, losgekettete Seele des Unheils. Auch noch aus dem Set. Schaut euch das mal an, mega nice. First Edition. Alter. Losgekettete Seele des Unheils. Also das sind tatsächlich zwei Karten, die sind halt auch noch mega nice. Mega nice. Alter, die legen wir uns auch noch hier oben an die Seite. Schaut euch das mal an, Leute. Das ist doch ein absolutes Fest, oder? Mega geil. Mega geil. Und vor allen Dingen hiervon habe ich noch nichts. Noch absolut gar nichts. Okay, ich glaube, einen Sonnenlichtwolf habe ich schon. Aber ansonsten, das ist alles komplett neu. Meine ganzen, das sind jetzt alles Erstexemplare, die ich hier habe. Einfach, weil es von diesem ganzen OP-Zeug immer ewig dauert, bis ich das Zeug mal ranbekomme, beziehungsweise bis ich halt natürlich auch meinen Fokus darauf setze und die dann auch wirklich gezielt rankaufe, ne? Okay, durch Zufall in der Sammlung vielleicht mal oder wenn ich mal irgendwie bei Rising Time jetzt was sehen würde in der Richtung, aber sonst kriege ich die eigentlich so schnell nicht ran. Das dauert immer so ein halbes Jahr und dann kriege ich sie peu à peu rein. Aber das ist mal mega cool, mega cool. Vielen, vielen Dank, lieber Alex, für deinen Support. Das ist richtig, richtig schönes Zeug. Ich freue mich hier gerade echt wie ein Zäpfchen. Mega cool. Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal schön einhüllen in meine neuen schwarzen Hüllen, die mir der liebe Felix wieder gesendet hat. Und ja, ihr könnt das Video genießen. Wir sehen uns also. Bis zu einer nächsten Folge. Danke. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.